Hallöchen. Ja, nochmal mit dem Kasten hier. Ich habe da jetzt 2 Tage lang rumgemacht, sagen wir mal so. Ich mache den mal ein bisschen auf. Dann könnt ihr mal gucken, was ich gemacht habe. Und zwar ging es auf die Ketten mit dem Videoausgang und S-Video-Gedönse. Jetzt habe ich kein Licht hier. Moment. Da. Ich habe hier den RF-Modulator, habe ich mehrfach ausgelötet und nachgemessen habe ich auch. Ich habe da, was weiß ich, 2 Stunden Videomaterial auf dem PC, wo ich versucht habe, das nachzumessen. Alles uninteressant. Das Problem hier dran ist an der ganzen Technik, auch beim C64, ist das Timing. Da müsste ich so ein Time-Base-Korrektor oder irgendwie sowas haben. Das Timing stimmt hier nicht ganz mit den Signalen, ja, wie soll ich das sagen, mit dem Luma und dem Chroma zusammen. Das passt irgendwie nicht ganz. Von den Frequenzen her ist es okay, aber das Timing passt nicht ganz. Ich habe jetzt hier 2 BC547 drinne. Und ich habe mir einen SCART-Stecker gemacht, wo ich Komposit und S-Video drauf mache, drauf gehe. Ich habe mir hier auch einen Stecker, den habe ich mir ein bisschen modifiziert. Ich habe einen 6-Pin draus gemacht. Ich habe mit Widerständen probiert, mit Potis probiert. Ich habe erst gedacht, das ist übersteuert und hast du nicht gesehen. Das Problem ist, aber ich habe noch viel gelesen in Foren. Einige Fernseher können damit umgehen, die noch sowas haben. Einige Fernseher können damit gar nicht umgehen, die kriegen das auch nicht hin, weil das Timing nicht stimmt. Weil die ein ganz präzises, exaktes Signal benötigen durch die ganze Digitaltechnik da drinne, dass die das verarbeiten können. Das ist ja hier ausgelegt für Analogröhre, Analoggeschichte. Da ich jetzt nicht an meinen Videorekorder komme, kann ich das nicht ausprobieren, ob das funktioniert, wenn ich da mit Komposit reingehe in den Videorekorder und hinten am SCART wieder raus und dann in den PC. Weil PC genau derselbe, der Stick, den ich habe, der will nicht, und diese Komposit zu VGA, das will ja auch nicht. Das braucht unbedingt diesen Timing-Geschichte, dass die ganz genau exakt stimmt. Ich habe geguckt, gemacht, also es ist schlimm. Ich zeige euch jetzt aber mal, was ich noch gemacht habe. Oder besser gesagt, ich erzähle es mal. Ich habe hier noch den RF-Mod gemacht, den S-Video-Mod, der auch jetzt hier noch den Komposit ein bisschen verbessert hat. Und zwar habe ich 2 Kondensatoren rausgelötet und eine Spule gebrückt. Ich zeige euch gleich mal auf dem Monitor, wie das Bild aussieht. Also das Komposit sieht besser aus wie das S-Video. Das zeige ich euch gleich mal hier auf dem Fernseher, den ich hier habe. Mit einem Spiel. Ich weiß nicht, wie sich das Spiel so nennen darf. Also das sieht ja echt grausig aus. Sehen wir uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt mag das Handy wieder nicht richtig fokussieren. Aber ich gehe mal hier drauf. Man kann es schon erkennen. Es sieht nicht besonders schön aus, aber das ist jetzt Komposit. Ich versuche das mal umzuschalten. Ich habe einen Umschalter dran auf S-Video. Der Monitor ist hier ein bisschen jetzt habe ich mir das Kabel abgerissen. Ich merke mich. So, ich bin jetzt auf dem. Jetzt bin ich auf dem Komposit, vorhin war S-Video. S-Video sieht schon besser aus. Also das ist jetzt Komposit. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Von den Farben her passt es nicht. Ich muss jetzt nochmal das S-Video wieder anschließen. Da habe ich mir das Kabel abgerissen. Von dem einen Pin. Ich melde mich dann. So, bin ich nochmal. Jetzt bin ich aber verwirrt. Bin ich jetzt auf S-Video oder bin ich jetzt auf Komposit? Wenn ich jetzt versuche zu schalten, ohne hier das wieder abzureißen. Ich versuche es mal, ich schalte nochmal. Das ist jetzt eine Modus, das ist der andere Modus.
Aber es sieht man nachher im Spiel. Ich starte es mal. So, F4. Shiner Sisters. Dieses Spiel, dass sich das so schimpft, dass ich das so nennen darf, verstehe ich nicht. Es dauert eine Weile. Das hier ist ein guter Samsung TV. Kann man das erkennen? Ist auch relativ laut. Komm, ich muss mal in das. Und jetzt hat er es. So. Das nennt sich Agina-Systems. Ich gehe mal hier auf das komische, was auch immer das sein soll. Ich glaube, die Kamera ist für ein bisschen verschmiert. Also, und jetzt versuche ich das nochmal umzuschalten. Das sieht einmal so aus und einmal so. Also so sieht das schon ein Stückchen besser aus. Aber irgendwas hatte ich noch gehabt. Und zwar war das, glaube ich, am Anfang beim Startbildschirm. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es sind solche kleinen Schatten drauf. Hier, das glaube ich, kann man erkennen. Hier sind so ein paar kleine Schatten drauf. Und hier ist auch ein bisschen von diesem lila Hintergrund ist da auch drin. Das Timing passt nicht ganz. Und ab und zu kommen hier so weiße Grisselpunkte. Ich weiß nicht, ob das jetzt an den Transistoren liegt oder nicht. Ich werde die Transistoren gleich nochmal wieder gegen die Originalen tauschen, die drinne waren. Die habe ich auch gemessen, die sind heil. Das wären die Original hier. Ist doch eben fokussiert. Und mal dahin. So heißen die. Die werde ich wieder einlöten. Und dann schaue ich mir das nochmal an, wie das denn aussieht. Also BC547 ist wohl nicht so ganz geeignet. Also sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier auf dem Tisch ist jetzt relativ viel Krimskrams, weil ich habe hier alles Mögliche auf dem Tisch liegen. Aber zum Testen soll es erstmal reichen. Dann sehen wir uns nachher gleich wieder, wenn ich das umgelöst. So, bin ich wieder. Jetzt habe ich die Originaltransistoren wieder drin. Ich glaube, jetzt bin ich auf S-Video oder Komposit. Eins von beiden. Jetzt ist es wieder schlimmer. Ich muss mal gucken. Ne, das ist Komposit. Und das ist S-Video. Das ist schon ein Stück schärfer, aber jetzt ist hier mit Gelb. Ich werde jetzt noch mal das Spiel laden. Dazu muss ich ja mal kurz Pause machen und dann gucken wir noch mal. So, ihr seht das schon. So, jetzt ist hier aber ja von der Farbe her, das sieht aus wie so eine olle Hexe. Jetzt gehe ich noch mal auf den anderen. Ich schalte noch mal um. Es sieht genauso aus. Nur noch ein bisschen schlimmer. Grisseliger.
Ich weiß nicht, eins von beiden, ich glaube, die BC547 sind schon ein bisschen ticken besser. Allerdings nicht so besonders. So, wenn ich jetzt hier nochmal gucke. Die Schatten sind aber weg. Die sind da nicht mehr zwischen. So wie das aussieht. Ich schalte nochmal um. Ich weiß nicht, auf welchem Dings ich hier bin. Nee, die Schatten sind nicht mehr da drinne. Aber ich glaube, das liegt auch teilweise mit an dem RF-Modulator. Ohne den, ich habe das nämlich gehabt, ohne den RF-Modulator habe ich gar kein S-Videosignal. Kommt nicht an dem IC raus, was da drinne ist. Ja. Nur so viel, das wollte ich nochmal zeigen. Ich habe hier wirklich 2 Tage rumgespielt, gemacht, getan. Ihr seht auch hier, ich hatte hier die Kamera mit dem S-Video mal ausprobiert und mal nachgemessen. Von den Frequenzen her ist es okay, aber das Timing passt nicht. Ich muss mal gucken, ob ich andere Transistoren finde, die vielleicht ein bisschen schneller schalten oder rauschärmer sind oder was. Weil ich bin der Meinung, das Bild war mit dem BC547 noch ein Ticken besser als jetzt. Gut, muss ich dann gucken. Aber bis hierhin wäre es das. Es gibt eine Möglichkeit. Eine einzige, die ich gefunden habe, um das hinzukriegen, dass ich das hier auch über HDMI reinkriege in den Monitor. Weil das ist jetzt wirklich über SCART-Eingang hinten, über die 2 Versionen, S-Video oder Komposit, also F-Bass. Aber es gibt eine Möglichkeit für diese ganzen alten Teile, das doch noch auf HDMI zu kriegen. Das nennt sich Retro Sync oder Tank oder wie auch immer. Die günstigste Variante davon kostet über 100 € und muss vorbestellt werden. Das kann S-Video, das kann Komposit, es kann auch dieses Komponenten YPBR oder wie das heißt. Komponentendings müsste das sein. Das kann das dann auf HDMI, das ist speziell für solche Timing-Geschichten irgendwie alles ausgelegt. Direkt für diese alten Dinger, der S-Video hier drin entspricht keinem direkten Standard. Der ist ein bisschen außerhalb der Standards, der ein bisschen später kam, so in den 90er rum. Die sind ja hier aus der 80er. Das waren die ersten Geräte, die so ein bisschen S-Video hatten. Die sind auch für die eigenen Monitore so ausgelegt. Ich versuche nochmal bei Amazon, ich versuche es mal nicht zu teuer zu machen, nochmal entweder so ein Ding hier, ein ähnliches, oder nochmal eins mit HDMI zu besorgen, wo S-Video und Komponent reingeht, oder Komposit besser gesagt. Versuche ich nochmal zu bekommen. Oder ich pack's mal auf die Wunschliste. Vielleicht ist ja einer von euch so nett und macht das. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich werde beim C64 genau das gleiche Problem haben. Dass ich noch einen Fernseher habe, der das kann, ist okay. Aber die neueren Fernseher alle, die haben ja nicht mal mehr einen SCART-Eingang. Also nicht, dass ich wüsste, dass sie noch einen SCART hätten. Geschweige denn S-Video könnten. Die haben doch eigentlich nur noch alle HDMI und normalerweise werden die Dinger ja an der Röhre angeklemmt, aber ich habe keinen relativ großen Röhrenfernseher mehr. Ich habe nur noch so einen kleinen, ich weiß nicht, was das ist. 30 cm oder was. Irgendwo auf dem Dachboden habe ich noch irgendwo so einen kleinen Röhrending rumfliegen. Ich weiß aber nicht, ob der hinhaut. Ja. So viel dazu. Ich habe hier echt, ich habe die Krise gekriegt. Mich hat das keine Ruhe gelassen mit diesem, dass ich das nicht an den PC kriege. Ja, nun weiß ich das durch vieles hin und her Google mitgekriegt, dass eben diese Digitaltechnik-Gedöns sind, dafür nicht ausgelegt ist. Manche können es, manche können es nicht. Der kann es zum Glück. Ich weiß nicht, ob der große Philips, den ich habe, oder was? Ob der das auch könnte, der hat so einen Mini-SCART-Eingang, aber ich glaube nicht, dass der das kann.
Das ist ein 3D-Fernseher. Tja, gut, ne, dann danke fürs Zugucken. Ich werde die Kiste jetzt wieder fertig machen. Ich werde den jetzt auch wieder ausschalten. Der Ted wird nicht gekühlt. Ja, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.